damit herzlich willkommen zur nächsten Folge, wo wir ein bisschen mit Redstone rumspielen. Mein Name ist Rocket und wir spielen heute Minecraft Kingdom. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, mehr wollte ich gar nicht sagen. Haut rein, Jungs. Tschüss. Nein. Also wir wollen jetzt mal schnell unser Tor dort drüben basteln. Und zwar mit Redstone, dass wir das so ein bisschen machen können. Ich weiß nur nicht, ob ich genug Kram dafür zusammen habe. Wir müssten nämlich auf jeden Fall noch Redstone-Fackeln basteln. Ich habe nur leider keine Ahnung mehr, wie das Rezept war. Null. Null Ahnung habe ich da noch. Das könnte ein bisschen komisch werden. Das brauchen wir alles erstmal nicht. Wir brauchen auf jeden Fall erstmal Redstone. Genau. Und wir brauchen als allernächstes brauchen wir noch erstmal ein paar Redstone-Fackeln. Dann brauchen wir nämlich noch. Ich glaube, wir brauchen noch Cleanstone. Ich meine, entweder waren das die. Oder das waren gebrannte Steine. Die habe ich aber, glaube ich, gerade. Ja, die habe ich umgerufen. Verdammt. Ja. Ich hoffe, die Musik ist nicht zu laut, diese Folge. Ich wollte das eigentlich gerade nochmal überprüfen. Aber das kann ich. Nee, kann ich das runterdrehen? Ja, kann ich. Also im Verhältnis zur Stimme kann ich es runterdrehen, aber nicht im Verhältnis zum Game Sound. Sonst müsst ihr damit nochmal ganz kurz ein bisschen leben. Und ich meine, das war jetzt so rum. Nicht schlechter Specht. Ich glaube, ich werde aber noch ein paar mehr brauchen. Ja, und ich brauche noch einen davon. Und da brauche ich noch Holz. Ganz viel Holz. Erstmal brauche ich ein paar Stickies noch. Danke. Dann machen wir mal nochmal. Machen wir nochmal 10 erstmal. So, ich brauche auf jeden Fall. Ich schätze, wir brauchen 6 Stück, weil ich die Dings ansteuern kann. So, und noch einmal so und so. Das werden wir brauchen. Und ihr braucht noch einen Hebel. Wie war das denn nochmal? So rum? Oder war das ein normaler Stein? War das nicht ein normaler Stein? So war das, glaube ich. Ja, genau, so war das. Richtig, alles richtig. Okay, dann haben wir das. Dann haben wir das hier einmal. Haben wir ein bisschen Redstone dabei. Jetzt müssen wir noch die eigentlichen Dinger basteln. Dafür brauchen wir Cobblestone und Holz, verdammt. Aber es ist, glaube ich, egal, welches Holz wir nehmen. Eisen brauchen wir, da können wir die schon nehmen. Das werden wir benötigen. So, und dann brauchen wir noch ein bisschen Eisen. Und Holz kann ich hier oben auch mal kurz ein bisschen was klauen nochmal. Damit wir ein bisschen was zum Craften zumindest haben, für Sticks und so. Und dann nehmen wir den mal schnell raus und gehen mal an die Werkbank. Und ich meine jetzt nämlich, das waren oben 3 Holz. Dann war meine ich hier Stein. Und dann war das, glaube ich, so. Oder so rum. Ah, okay. Wir brauchen 5 Stück. Schleimbälle hatte ich ja geguckt. Da haben wir ja genug. Jetzt brauchen wir noch mal ein bisschen Eisen. Da brauchen wir noch mal ganz kurz einen Redstone. Und hier noch müssen wir kurz auf 5 noch mal auffüllen. So. Damit dürfen wir 5 Kolben haben. Alles klar. Das hatten wir. Dann können wir das schon wieder zurückpacken. Da ist es. Irgendwie haben wir gar kein Eisen verloren. So. Haben wir hier raus. Zack, die Tür wieder zu. Einmal uns ganz kurz zu unserem Schleim. Jetzt bin ich da dummerweise runtergefallen. Deswegen müssen wir jetzt außen rumrennen. So eine Scheiße. So. Und dann brauchen wir das so machen. So rum mit dem Schuh draus. Genau. Gut. Meine Axt muss ich auch mal wieder neu machen. Okay, hier habe ich schon mal einen Durchbruch gemacht. Eben nochmal schnell. Die Fackel kann mal an die Wand. Jetzt müssen wir mal kurz peilen, wo das genau ist. Ich meine, das müsste hier sein. Das ist zu weit. Zu weit ist nicht schön. Die Axt brauchen wir im Moment nicht. Dann machen wir das so. Okay. Also muss der Schalter... Halt, der Schalter muss dahin. Das heißt, wir müssen das theoretisch so lassen. Gut. Okay. Alles klar. Jetzt müssen wir hier mal kurz ein bisschen buddeln, dass wir da unterkommen. Aber passt ja auch ganz gut. Okay, hier müssen wir auf jeden Fall die Dinger einmachen. Das können wir auch schon mal machen. Wir können schon mal 1, 2, 3, 4. Hä? Ach scheiße, wir brauchen ja gar nicht so viele. Aber hä, habe ich 1 zu viel gemacht? Nee, wir brauchen ja nur 4. Entschuldigung. Okay. Dann reißen wir hier mal den Boden auf, damit wir so ein bisschen mehr Platz haben, damit wir auch was sehen können, was wir hier machen. Kann ich das vielleicht sogar noch ein bisschen erklären? Mache einfach mal, für die, die es nicht kennen, erkläre ich das einmal. Wir steuern die ganz einfach mit Repeatern jetzt einfach an. Ist in meinen Augen das Einfachste. Es gibt natürlich, wir könnten es auch anders machen, aber das ist einfach das Simpelste. So. Jetzt ist die Frage, wo wir hoch müssen. Also wir müssen auf jeden Fall
Den müssen wir zwischendurch einmal rausnehmen. Denn wir brauchen nämlich hier nämlich eine Stufe, damit wir da gerade hochkommen, weil hier soll natürlich der Schalter nachher hin. Wir müssen sogar noch einen nach oben. Pass auf, dann machen wir es anders. Dann leiten wir das Signal einmal hier unten lang. Dann haben wir nämlich ein bisschen mehr Platz. So, weil wir brauchen... Wir müssen relativ hochkommen. Okay, dann müssen wir nochmal mal einen ausweichen. Machen wir auch glatt, ist kein Ding. So. Und jetzt komme ich hier selbst nicht mehr hoch. Einmal so. Okay, dann können wir einmal den schon mal setzen. Dann nehmen wir einmal unseren Hebel. So. Und dann haben wir das verbunden. Das ist alles okay. Das haben wir. Dann muss ich da einmal rum. Wir müssen ja aber eigentlich Zäune nehmen, fällt mir gerade ein. Weil ansonsten wird es ja gar nichts. Die können wir auch schon mal setzen. Sieht immer ein bisschen blöd aus mit den Zäunen. Aber es gibt ja keine anderen Blöcke, die einander hoch sind. Also nichts zumindest, was man so eben also machen könnte. Es ist dann alles kleiner wie die Hitbox. Und das sieht immer ein bisschen komisch aus. Na, außerdem müssen wir einfach von oben machen. Aber das ist dann auch komisch. So, jetzt dürfte hier noch gar nichts passieren. Genau. Jetzt auch nicht. Dann können wir uns die beiden aber einmal sparen. So, halt, hier machen wir noch einmal Fackeln rein, damit das genau ausgeleuchtet ist. Und jetzt läuft's. Alles klar, das haben wir fertig. Das ging ja schnell. Ging schneller, als ich gedacht hätte. So, das haben wir einmal. Jetzt einmal. Das muss wieder zu. Das muss wieder zu. Und das muss wieder zu. Ja, alles safe. Wir können abschließen. Wir haben das auch mal gemacht, diese Folge. Das ist auch mal was. Alles klar, meine Freunde. So. Alles klar, dann können wir jetzt hier immer schön zack abschließen. Wir könnten das natürlich auch, haben wir schon Quarz. Wir haben, glaube ich, irgendwo ein Netherportal-Disk. Wir haben irgendwo auch Quarz. Ich habe nur absolut keine Ahnung mehr wo. Kann auch sein, dass das in der alten Bude ist noch. Weil dann könnten wir ja theoretisch einen Tageslichtsensor was zeigen. Dann könnten wir das Ding nämlich nachts automatisch zugehen lassen. Okay, das wäre auch ein bisschen blöd. Aber so wäre es ja auch praktisch. Müssen wir mal gucken. Ich glaube, es ist auf der anderen Seite von der Welt. Und bis da sind, das dauert einen Moment. Also dann sind wir diese Folge wirklich nur noch am Laufen. Deswegen machen wir einfach so zu. Sieht auch gar nicht so schlecht aus, muss ich sagen. Dass sich das mit den Seiten auch noch so ein bisschen verbindet. Finde ich gut. Okay, das haben wir geschafft. Übrigens habe ich das da auch vor. Da sollen wir es auch noch irgendwo machen. Dass wir das ja auch abschließen können. Habe ich genug Holz? Nein. Ich glaube, wir sollten mal... Erstmal machen wir das hier einmal weg. Auch noch mit unserer komplett kaputten Axt, die ich unbedingt neu machen muss. Wenn ich jetzt irgendwann mal wirklich dran denke. Ich glaube nicht, dass wir darüber springen können. Nein. Es passt genau nicht. Ich muss mich einmal durchprügeln, so ein bisschen, dass ich das da wegsensen kann. Genau. Denn ich wollte hier vorne so ein kleines Accessoires noch anmachen. Okay. Okay. Hatte ich hier nicht noch irgendwo Oakwood-Zäune? Hatte ich nicht eben noch welche in der Hand? Da ist... Verdammt auch mal ein lautes Gehen, aber leider nichts zum Bauen. Scheiße. Hier auch nicht mehr. Aber Tür. Jetzt ist es aber nicht so weit, weil Oakwood haben wir nicht wirklich. Nehmen wir das am Pastegis. Ach, machen wir einfach so, ist ja egal. Zack. Gut, dann haben wir ja hier schon mal wieder ein bisschen Holz. Ach, man braucht hier ja viel. Wie war das noch? Man bräuchte. Genau, so rum ist Zaun. Wobei ich sagen muss, das Zaunrezept war furchtbar teuer. Im Prinzip war das ja vorher spottbillig. Das war ja früher spottbillig, einen Zaun zu bauen, war ja nichts. Das waren ein paar Sticks, ja, herzlich. Na gut. Du kriegst vier raus, wenn du zwei Holz kombinierst. Es ist krass eigentlich, aber haben sie ja geändert. Mussten sie ja auch, weil sie ja irgendwie da das Holz an sich mit reinbringen mussten. Was ich noch nicht verstanden habe, warum man nicht einfach ein Holz braucht. Rest Sticks und dann das mittlere obere Feld entscheidend ist für das Holz. Welche Farbe, das habe ich leider nicht verstanden, warum das so ist. Jetzt kriege ich gerade einen Krampf im Bein. Jetzt muss ich aber mal kurz, ganz kurz mich konzentrieren. Okay, also heute ist irgendwie keine Ahnung mehr. Ich muss die ganze Zeit gehen, ich kriege Krämpfe in den Beinen. Geil. Läuft. Läuft auf jeden Fall. Ne? Ja, das finde ich aber echt gut jetzt. Wir können aber mal schnell Türen platzieren, wo wir die gerade gefunden haben. Die mache ich zu Innenräumen.
Genau, das mache ich zu Innenräumen. Und die anderen mache ich nach draußen, wenn es dann wirklich nach draußen geht. Damit man nicht einfach von Monstern überfallen werden kann. Außerdem haben wir dann das Haus mal wieder so ein bisschen sicher. Dann kann uns hier erstmal von der Seite aus nichts mehr angreifen. Das ist gut. Das ist sehr gut. Und dann können wir hier nämlich mal schön raus und rein und alles gut. Hier muss noch eine Treppe hin. Ich weiß nur noch nicht, ob wir die in die Ecke machen sollen. Die Ecke wäre an sich schon gut. Wir können das eigentlich mal ausprobieren. Ich glaube, ich nehme auch mal eine dunkle Holztreppe, weil wir hier so viel helles Holz an sich verbaut haben. Ich mache eine dunkle Wendeltreppe. Ich weiß nicht, wir machen das so. Halt, wir machen das anders. Das kommt weg, das kommt weg. Dann muss, auf jeden Fall da in die Ecke muss einer rein, damit da wieder einer kommt und dann da wieder einer ran kann. Genau. Das heißt, wir müssen das so machen. So. So. Brauche ich hier mal ein bisschen Starthilfe. So. Da muss hier wieder einer nach oben hin. Genau, jetzt einmal gucken, wo wir hier ankommen. Wir kommen auf der Wandseite an. Das ist ziemlich scheiße. Dann kann man gleich hier rumlaufen. Wobei, das geht eigentlich. Dann machen wir es wieder so. Dass man ja so ein bisschen rund rausrennen kann. In alle Richtungen. Ja, ich glaube so. So geht das auch noch? Ja. Okay, das geht. Alles klar, dann haben wir das schon mal fertig. Dann haben wir schon mal eine kleine Treppe gebastelt. Dann setzen wir da nochmal ein. Und da nochmal so ein bisschen ein. Und auch hier nochmal. Dann rahmt sich das so ein bisschen ein, so ein bisschen hübscher. Alles klar. So, und dann könnten wir hier oben mal die Decke aus dunklem Holz machen. Ich glaube, das wird gar nicht so verkehrt aussehen, wenn wir das hier mal ein bisschen dunkler gestalten, weil wir hier auch die weiße Wolle als Kontrast haben. Toll. Ja, und das, glaube ich, machen wir auch am Austreppen. Und dann machen wir das unten auch noch einmal. So, dann sieht das so ein bisschen eleganter aus. Zack, alles klar. Alles gut. Ob wir dann denken, ob wir das hier nehmen. Ob wir das hier dann einfach gerade hochziehen und dann ohne diesen Dings nochmal machen. Aber machen wir, gucken wir uns dann nächste Folge mal langsam mal aus. Jetzt, wo wir eine Treppe haben, können wir das hier wieder abreißen. Das Maul. Ja, jetzt können wir nämlich hier auch mal komplett in Ruhe bauen. In den Gebäuden an sich, ohne dass uns was auf den Sack geht. Hab ich umgestellt. Alles gut. Mit Plagueis diesmal, mit vernünftigen Aufnahme und auch ein müde, aber nicht so müde wie sonst. Ja, hier müssen nämlich auch noch Ziegel hin, wo wir gerade hier einmal stehen. Da können wir eigentlich auch mal mit anfangen. Damit könnten wir auch mal anfangen jetzt. Ich hole mal kurz Ziegel. Habe ich sogar noch alle im Inventar. Wie viel kriegen wir noch? Oh, nicht mehr viele. Na, toll. Das heißt, wir müssen wieder auf Lehmjagd gehen. Oh nein. Also Lehm sammeln ist auch so eine Sache, das ist auch komplett undankbar eigentlich. Aber ich musste ja unbedingt... Ja, ich bin ja reger Fuchs. Ich muss dir unbedingt hier zeigen, dass man auch toll mit dem Ziegelstein was bauen kann. Decker zum Beispiel finde ich richtig gut damit. Finde ich jetzt wirklich, ist jetzt kein Witz oder so. Finde ich, sieht einfach irgendwie besser aus als irgend so ein dahingeklatschtes. Ich bin da mal raus, Scheiße, da. Bin ich hässlich sonst. Ja, das war auch sehr erfolgreich. Ich mir überlegt habe, dass wir das hier so ein bisschen spitz zulaufen lassen von innen. Komm schon. So dachte ich. Dann sieht das noch so ein bisschen hübscher aus, glaube ich, oder? Was meint ihr? Wie findet ihr das? Sag mal was. Und spricht doch mit mir, meine Freunde. Ich bin halt so ein bisschen so eine Mischung aus überdreht, übermüdet und so ein bisschen einer der Flint. Also habe ich alles, aber bringt aber nichts. So, die Frage ist, was stopfen wir hier in die Lücken? Wir könnten natürlich Cobblestone nehmen. Das machen wir vielleicht auch mal. Dann haben wir hier nochmal so ein bisschen Stabilität drin. Die Balken muss ich trotzdem übermauern lassen. Das kann ich so machen. Das kann ich alles so machen. So, da wird es, glaube ich, aber schwierig. Nee, ist alles gut. Alles gut. Alles gut. Da kommen ja noch gleich die anderen Dinger hin. Jetzt können wir das nämlich einmal so machen. Und dann sieht das, glaube ich, gar nicht so ungut aus. Dann können wir die anderen Dinger nämlich auch nochmal verbraten. Die hier. Dann hätten wir hier nämlich sogar nochmal eine komplett
Ja, mache ich aber trotzdem zu. Einfach aus optischen Gründen. Jo. Oder lassen wir das offen? Nee, lassen wir so. Halt, das machen wir nochmal anders. Ich reiße an der Stelle nochmal die Treppen raus. Und dann müsste ich hier der nächste sein. Genau. Alles fit. Gut, dann machen wir da nämlich nochmal ganze rein. Oder in diesem Fall zwei halbe. So, weil dann können wir das mit dem Balken nämlich auch so machen. Und dann können wir den nämlich schon mal rüberziehen. Da kommt der auch wieder zu. Okay, da brauchen wir also nur noch Treppen. Da, ach, haben wir noch mal. Jetzt wieder. Ja, jetzt fehlt natürlich, ja, toll. Herzlichen Glückwunsch. Aber gut. Haben wir doch was geschafft. Ich hatte nicht gedacht, dass wir so viel hinkriegen. Aber das ist ja schon mal was. Ja, hier kommt übrigens nochmal so eine kleine Überraschung hin. Genau wie dort drüben. Aber das sehen wir alles in der nächsten Folge, wenn wir dann endlich weiterbauen. Also soweit wir können, damit wir vielleicht dann nochmal ein bisschen was hinkriegen. Ich will nur einmal schnell noch meine Ziegeltreppen, mein Rest loswerden. Aber das habe ich eben vergessen. So. Ja. Also machen wir erstmal die Seite jetzt hier so ein bisschen schick. Das lassen wir nochmal so. Und dann klatschen wir den Rest schon mal hier. Ja, also Lehm werden wir noch eine Menge brauchen. Wahrscheinlich sammeln wir den einmal bei einer Reise und den Rest sammle ich offscreen, weil das dauert einfach lange. Sehr lange. Ja, aber wir haben noch etwas geschafft. Das haben wir gemacht. Wir haben da oben Glas reingemacht. Wir haben das zugemacht. Das haben wir letzte Folge gemacht. Das haben wir zugemacht. Da haben wir die Treppe gebaut. Wir haben das hier mal eben gemacht, was wir mal abschließen könnten. Ja, mein Traum ist ja, dass wir hier komplett safe stehen können. Ja, dass wir theoretisch sogar auch komplett offline uns hier hinstellen können. Alles gut. Und dass sich der ganze Rest automatisch regelt. Ja, Monsterfalle schicken wir in 2-3 Folgen los, um mal zu gucken, was so da ist. Ja. Wobei auch dann wird sie nicht alles mitbringen. Also wir gehen einfach runter und schauen mal. Ja, ich sag tschüss für diese Folge und dann sehen wir uns nächste Folge, Jungs. Haut rein, bis dahin und ciao.